So, dann beginnen wir mal. Krasser Scheiß, ist so schnell. Ich dachte, jetzt kommt so ein Dingsterbums oder ja. Ist mein Stream echt live? Die Frage der Fragen. Jo, sieht live aus. da ist es, das Hirschböckchen, was wir zu Holzwurf bringen sollen. So langsam dieses Scheißpferd. Let it snow, let it snow, let it snow. Also, dieser Schnee hat irgendwie eine komische Struktur. Fühle ich irgendwie nicht so. Ich bin jetzt schon ein Zeitchen online, aber gefühlt mehr Schnee hat es nicht. Gibt so richtige Winter-Vibes. Oh mein Gott! Oha! Okay! Was ist gerade die Spur? Oha! Oh mein Gott. Imagine. Sasse war so gut. Wie sieht das echt aus, wenn man so 3 oder 4 Stunden online ist? Das ist die Frage. Ich bin echt ready für den Winter. Hi Leila, schön, dass du da bist. Wie geht's denn dir so? Alles gut? Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen muss. Hi Elea. Schön, dass du da bist, ausnahmsweise. Gott, so viele Menschen. Hallo Katja, schön, dass du da bist. Ich hoffe, du hattest einen angenehmen Tag. Ich bin gefühlt so am Arsch. Oh Gott, so viele Menschen. Hi Emmy, schön, dass du da bist. Willkommen im Stream. Hm. Oha, was ist das für eine Schneeflocke da? Was ist das? Ich muss jetzt gerade mal in dem klarkommen, dass es einfach wieder Schnee hat. Aber du bist krank. Gute Besserung. Ich war auch krank. Das ganze Wochenende. Das ganze Wochenende, Mann. Weil, Elia war einfach noch bei der Reaktion. Ja, warte. Ich muss jetzt hier zuerst mal so eins nach dem anderen machen. Ich bin gerade echt in Weihnachtsstimmung. Wir machen zuerst noch die Geschenke auf. Ja, wir können Geschenke öffnen. Ich liebe Geschenke. XP. 50 XP. Wintermütze. Wir haben eine Mütze gekriegt. Oha. Die ist fancy. Finde ich toll. Futter. 200 Pferde XP. Jorvik-Schillinge. Mega-Hufeisen. Die sehen schlechter als die normalen. Ein Halfter. Oh, Emmy war die ganze Woche krank. Oh well. Das ist auch sad. Ja, ich hoffe, die geht's auch bald wieder besser, Emmy.
Ja, es geht tatsächlich so. Ich muss halt einfach so Schule, da gibt es so keinen. Oh yeah! Oh mein Gott, sind die süß! Oh! Oh, das macht mich gerade happy. Ich bin gefühlt so ein bisschen nicht ganz normal heute, weil ich gefühlt nur 3 Stunden geschlafen habe. Ja. Deswegen bin ich ein bisschen weird. Bitte nehmt euch nicht zu persönlich. Können wir heute hier Dressy machen? Ich würde das so fühlen. Und bitte, bitte, Emmy. Bitte, bitte. Wollen wir zurück zum Eingang und danach schauen wir uns die Tennessee Walker an. Weil gefühlt Ilja nur auf das wartet. Oh, so viele Menschen. Hör dir an, was sollen wir denn einfach? Okay, ja, ich höre mir das an von Streusel. Ja, ich schaue jetzt nicht nach dem Redekammer. Ja, ich kann nichts dafür, dass ich nur 3 Stunden schlafen kann, weil ich nicht früher schlafen konnte. Was soll ich denn tun, wenn ich nicht schlafen kann? Kann ich auch nichts dafür. Und ich habe mittlerweile schon eher Angst vor den Tennessee Walker, weil Elia gesagt hat, sie hat Lachflash bekommen. Okay, wir schauen zuerst nur die Farben an. Ja, ich weiß nicht, ob ich komme oder nicht zum CT. Irgendwie ja, irgendwie nein, irgendwie. Da eine Schneeflocke. Da ist eine Schneeflocke. Seht ihr das da? Das ist eine Schneeflocke. Hi Nora, herzlich willkommen im Stream. Oh, ich mag das Pferd. Irgendwie geht mir gerade diese Musik auf den Kack. Glaube ich hier normalerweise die. Das ist ein komisches Lied. Wir lassen jetzt einfach das. Ich habe jetzt keinen Bock darüber, du musst Lied zu diskutieren. Den Red Drone hasse ich. Okay, das Pferd hat sehr weiße Zähne. Sehr unruhig, so ein bisschen gefühlt. Also. Irgendwie hat dieses Pferd was. Das Pferd hat irgendwie was. Es ist so diese weiß-kombige Filme irgendwie. Kenne ich auch immer, wenn ich nicht schlafen kann, schlafe ich einfach. Ja, das ist so einfach, ne? hat das Pferd Kastanien? Das Pferd hat Kastanien. Krass. Also ich muss sagen, ich habe mich so ein bisschen spoilern lassen. Ich habe vorhin ein Video von Lina Leoparden, glaube ich, geschaut oder so. Das war das erste, was mir vorgeschlagen ist mit dem Tennessee Walker. Und sie hatte den gekauft und den finde ich echt hässlich. Der Rappe. Ich weiß nicht, ob das gerade nur so wirkt, aber das Pferd hat so gefühlt so einen Blaustich. Weiß jemand, wie ich noch 4 Wintermangel bekomme? Kann Rennen und Quests habe ich schon gemacht. Hab 24 und brauche noch 4. Du, Leila, leider keine Ahnung. Ich habe das noch nicht so ganz unter die Lupe genommen. Aber vielleicht hilft dir ja gerne jemand aus dem Chat. Sind das helle hier? Alle haben Kastanien? Speedy, die letzten haben alle Kastanien? Echt? Ist mir nicht aufgefallen. Aber ich mag diese Farbe nicht. Die ist mir viel zu hell. Kurze Überforderung so. Irgendwie ja, irgendwie nein, aber ich muss sagen, mit Promi gefällt der immer noch ziemlich gut, weil der wird wahrscheinlich einziehen. Die Frage ist jetzt, kaufe ich jetzt einfach dieses Pferd zu Like No Risk No Fun oder schauen wir uns zuerst die Gangarten an? Was meint ihr? Soll ich mir jetzt das Pferd einfach direkt kaufen? Schon die englische Vollblüte hatten Kastanien, ne? Gar nicht aufgefallen. Soll ich das jetzt einmal kaufen? Irgendwie. Irgendwie hat's was.
Soll ich es einfach kaufen? Soll ich es jetzt einfach kaufen? Soll ich nicht? Ich weiß es nicht. Holy shit. Ich kauf's mir jetzt einfach. Soll ich nicht die Gar... Nein, wir kaufen es jetzt einfach. Jungpferd. Ist es für mich ein Wallach? Sagen wir noch einen Namen? Ich dachte, ich hätte noch Namen auf meiner Pferdeliste. Moment. Ich hätte noch Winterstorm. Das finde ich aber passt nicht so zu dem. Ich sag keine Ahnung. Sunny, Sunset. Habe ich schon ein Pferd, das Sunrise heißt? Ich glaube, ich nenne ihn Sunrise. Ich mach's jetzt einfach. Komm, scheiß drauf. Ja, ich bin sicher, ich will dieses Pferd kaufen. Wir gehen jetzt dieses Pferd holen und dann kaufen wir Winterzeug. Ja, ich wollte eigentlich zu den 13.000 Starcoins wiederkommen, aber nee. Anscheinend nicht. Ja, egal. Oh, ich bin so kaputt von heute. War so anstrengend. Ich habe dann noch gar nichts von diesem Pferd gesehen. Egal. Egal, wir machen das einfach. So, noch kurz eintragen in meiner Liste. Sunrise. Level 1. Dann habe ich jetzt gerade im Moment... irgendwie stimmt was hier in meiner Liste nicht. Moment. So, ich habe 42 Pferde zum Leveln. Bin ja gespannt. Okay. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Ich habe das Gefühl, Elia könnte mich gerade köpfen, so gefühlt so. Er darf eben meinen wunderschönen... Der erste, glaube ich, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Okay. Wir schauen uns das gleich an. Ich habe nur ein bisschen Angst. Es gibt Pferde, die wirklich so laufen. Okay, da kann es ja nicht so schlimm sein. Okay, jetzt erstmal streicheln. Oha! Das ist sogar ziemlich nah. So gefühlt so. Irgendwie voll süß. Wir geben ihm mal eine Karotte. Kann ich ihm... Ich will ihm eine Karotte geben. Ah. Wow. Das finde ich sehr schön. Also ich meine, er ist es fast. Oh mein Gott! Habt ihr das Ohrenzucken gesehen? Schaut. Oh. Ich wollte dir gerade schreiben, dass du dir die Gänge vor anschauen sollst. Das ist mein Handy abgeschmiert. Ja, egal. Jetzt steht's hier schon. Okay. Ich will es ehrlich gesagt nicht gerade hier anschauen. Deswegen haben wir jetzt gefühlt so ein bisschen die Augen zu. Und schauen so ein bisschen weg. Und gehen einfach mal aus dem Stall raus. Ich bin ja gespannt. Oh, das ist kein Fehler. Ist mir egal. Ist mir egal. Ich hab's jetzt gekauft. Ich bin glücklich mit meinem alkoholfreien Bier. Okay. Ich hab schon ein bisschen Angst. Okay. Okay, von denen sieht es nicht so schlimm aus. Von denen sieht es nicht so schlimm aus. Wir springen gerade mal hier über den Zaun rüber. Okay, ich dachte zuerst, die wären ein bisschen mehr wie die Achalte Kino. Aber sie sind tatsächlich voll okay. Es ist echt voll okay. Ich habe Angst. Okay, also irgendwie gefallen mir die Pferde. Sie sehen so richtig majestätisch aus. Okay, wir laufen jetzt mal. Okay.
Ja, sehr wackelnder Kopf. Ja, der Kopf ist sehr schwungvoll. Was mir sehr gefällt, ist der Schweif. An sich die Beinbewegung. Ja, das ist mal ein bisschen Schnee, würde ich sagen. Das macht es mir nicht gerade einfach, die Gangarten anzuschauen. Man, oft ist ein bisschen weniger Schnee an dir. Okay, Trab finde ich tatsächlich noch auch noch so halb okay. Galopp. Ich glaube, der hat einen Wirbelbruch. Das Einzige, was mir dazu einfällt. Was haben wir da? Der Sprung. Sprung ist okay. Sieht so ein bisschen nach Wirbelbruch aus. Oha! Achso, ich finde das die beste Gangart bis jetzt. So gefühlt. Okay, wir springen jetzt mal hier drüber, weil hier können wir trotzdem zu galoppieren. Ja, der schnellste Galopp geht voll. Der geht voll. Gefühlt so. Hat es hier nicht irgendwo einen Schlitten? Wo sind denn die Schlitten? Hat es nur einen im Moorland? Ja, wahrscheinlich hätte ich noch zuerst das andere Ding fertig machen müssen. Okay, gehen wir wieder nach Moorland. Ja, ich bin eigentlich... Ich bin okay damit. Ich bin okay damit, dass ich mir gekauft habe. Echt jetzt gerade erstaunlich. Die haben eine Special Gangart. The fuck? Das ist so literally so unnötig wie das von Pasofino. Ich finde es toll, dass sie so aktive Ohren haben. Die Ohrenstruktur gefällt mir auch mehr gut, aber muss nicht sein. Muss nicht sein. Ich weiß nicht mal, ob das Tennessee Walker wirklich machen. Deswegen, keine Ahnung, ich will mich da jetzt nicht etwas festlegen. Aber, ja, I'm okay damit. Wir kaufen jetzt ein geiles Winteroutfit. Ui. Ich kenne doch gar nicht das Steigen. Hallo? Ich habe Steigen gedrückt. Oh, das ist irgendwie süß. Okay, nee, ist nicht süß. Ist okay. Okay, Sliding Stop bin ich okay. Warte, wo waren jetzt hier die Lernen? Ich glaube, hier. So. Ah, das sind die Pulis. Da finde ich es nicht so schön. Ich wollte mir schon immer diese Hosen kaufen, aber ich würde die halt nie anziehen. Und die Pulis nachvollziehen. Oh, meine Nase. Boah, meine Nase, Digga. Boah. Hier gibt's die Bärte. Auf jeden Fall so eine. Wollen wir einen Bart kaufen? Ich denke mir nämlich jedes Jahr, als habe ich mir keinen Bart gekauft. Wir kaufen uns jetzt einen Bart. Ich habe gegoogelt, sie können das wirklich. Ich schau mal, wie es in Real aussieht. Okay, okay, Leute, Moment, Moment, Moment. Ich schau mal kurz, ob ich was finde. Tennessee Walker. Die Gangart nennt sich Walk. Schau mal kurz. Moment, Moment, Moment. Ich google mal kurz. Wenn ich ein Video dazu finde, dann zeige ich euch das. Herkunft. Ich will nur wissen. Gehen wir halt auf YouTube. Sea Walk.
Running Walk. Jetzt kommt erstmal Werbung. Moment. Okay, wir schauen uns das kurz gemeinsam an. Das Video ist zwar scheiße, aber wir schauen uns das kurz an. Moment, Moment, ich switche Bildschirm. So. Es sieht halt literally so aus, wie die das animiert haben, so gefühlt. So gefühlt, so sieht halt literally so aus. Sieht so weird aus, man. Wer macht das? Das sieht so weird aus. Ja. Fühlen wir nicht. Okay, so. Da sind wir fertig. Das. Bin ich jetzt in den gleichen Laden rein? Oder sind das echt zwei gleiche Laden? Nee, ich bin jetzt in den gleichen rein. Oh, das sind die Sachen vom Adventskalender. Kauft ihr es? Weil ich war so sauer, dass ich die weggeworfen habe. Jetzt habe ich die wieder. Wie kann man traden? Ui! Ui, 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 ui. Ui, das gefällt mir. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Da fühle ich mich direkt zu Hause. Ich brauche das alles. Ich will den hier unbedingt. Das ist ein New Bock. Ich will auch das Grüne. Das sieht richtig geil aus. Oh, ich brauche das alles so gefühlt so. Ich muss ganz viel hier spielen. So. Ich habe noch irgendwo gelesen. So, wann gibt es das so? Das ist neu. Ist alles neu? Das hätte ich schon. Wie kann ich das haben, obwohl es neu ist? Fragwürdig. Boah, ich mag dieses Lila. Das gefällt mir. Die Decke ist hässlich. So. Da haben wir ja schon nicht voll Idiot. Das ist eine Quest. Und was kann man denn hier so eintauschen? Hier gibt's fertig XP. Warte. Sind das Jorvik-Schillinge? Sollen das Jorvik-Schillinge darstellen? Soll das Jorvik-Schillinge sein? Okay. Hat es hier noch weitere Läden? Nicht? Okay. Okay, dann machen wir mal weiter. Ja. Die vom letzten Jahr. Oh mein Gott, mein Spiel laggt. Echt? Wusste ich nicht. Was muss ich jetzt machen? Keine Ahnung. Es ist halt gut, dass ich das Zeug nie lese. Das hier sollte das Rennen sein. Let's go. Mal schauen, wie gut dieses Pferd schlägt. Ich wollte mir jetzt ein voll winterliches Outfit zusammenstellen, aber nee. Und warten wir, bis wir dieses Ding gedings haben. Ich hätte halt einfach die Studie abkürzen können. Wieso laggt das denn so? Menschenskinder, es laggt doch nie bei mir. Ja. Ich bin total okay damit. Also es wäre wahrscheinlich kein anderer 19, weil die anderen hässlich sind, aber den bin ich froh, ob ich den. Mein guter Sunrise. Aber irgendwie wirkt mir das Winterdorf ein bisschen dunkler als sonst, so gefühlt. Weil es ist doch mal so viel heller. Ich muss mich so krass konzentrieren. Ich habe mich gefühlt den ganzen Tag auf diesen scheiß Moment gefreut, ne? Das ist ein Highlight für mich. Ich war so richtig neidisch, wo ich Elia mit dem Stream gesehen habe. Oh, Stern! Kann ich den mitnehmen im Rennen?
Der Pferd wird. Der Stern wird von einem Pferd erschreckt? Was? Okay. Mein Pferd hat einen Stern erschreckt. Lol. Jetzt kann es richtig Weihnachten kommen. Ich bin so richtig froh, wenn Weihnachten vorbei ist, weil dann habe ich alles von der Schule erledigt. Alle Projekte sind abgegeben. Da kann ich einfach nur eine Woche Ferien chillieren. Dieses Lied ist weird. Aber egal, ich kann gerade nicht wechseln. I'm sorry for that. Wie steht es eigentlich mit den Abonnenten? Haben wir dazu gewonnen? Ja, ist egal. Bei 322, wenn ich richtig lesen kann. Ist ein bisschen verpixelt für mich. Wäre mal geil, wenn wir die 350 fertig kriegen. Guten Abend, liebe Alles Pferd. Schön, dass du da bist. Machen gleich das nochmal. Aber wir es gleich nochmal machen können. Hui. Ich war gestern bis 10:30 was, glaube ich. War ich am Video schneiden für euch, Leute. Und ja, ich habe nur so ein bisschen Angst, dass das Video nicht gut bei euch ankommt, weil es war für mich richtig viel Aufwand. Und es wäre halt richtig scheiße, wenn das aber für die Katz gewesen ist. Aber ja, mal schauen. Ich weiß nicht mal, wenn ich es posten will. Wie geht's? Mir geht's ganz okay. Mir geht's ganz okay. War ein bisschen anstrengend heute in der Schule. Und halt auch bin ich noch nicht so ganz fit. Und ja. Ist halt so ein Mittwoch halt. Ist noch nicht ganz Wochenende, aber auch nicht wirklich ganz Wochenanfang. Und ich bin kein Fan von Donnerstag. Ich mag Donnerstag in der Schule nicht. Aber sonst, wie geht's dir und so? Hä, hatte Lea heute gestreamt? Ja, Lea hat, soweit ich weiß, heute Mittag gestreamt. Also, ich dachte es zumindest, weil ich glaube, ich war drin heute Mittag. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Okay, ich gehe nächste Woche. Okay, ich muss woanders anfangen. Es gibt ja jetzt diesen Avatar 2 Film von diesem blauen Menschen da. Und ich bin ein riesen Avatar-Fan. Und ich gehe jetzt nächste Woche am Dingsda-Bumster auf ins Kino am Mittwoch zur Premiere. Und meine Schwester hat da gebucht, wir gehen da in 3D diesen zweiten Teil schauen. Ich freue mich richtig drauf. Und jetzt hat sie mir gerade geschrieben, dass sie Artikel gefunden hat, dass der Film mega gut sein soll und so. Und jetzt bin ich noch mehr excited, den Film schauen zu gehen. Du findest einen Stream auf ihrem Account nicht? Weiß nicht. Bin ich leer. Da könntet ihr sicher ja bessere Auskunft geben, falls sie noch da ist. Ich weiß leider nicht, wie lange ich bleiben kann, because ich habe eine Virusgrippe. Oh nein, du Armes. Hoffentlich wird es bald besser. Auf jeden Fall, ja, es geht dich besser ausruhen, das ist wichtig. Okay, jetzt haben wir das auch gemacht. Ich hab 18. Ich weiß halt immer noch nicht, was die andere Quest da soll. Schneesturm. Sie dachte rechnen. Was soll das heißen? Muss ich jetzt wieder zurück? Also auf Dingsabumser. So, ja. Oh Gott, es leckt hier so. Ich hasse das. Ich hasse es, wenn es leckt. Bitteschön, liebe Alles Pferd. Ich hoffe, die Atmosphäre ist einigermaßen okay. YouTube ist einfach dumm, der Stream ist nicht in der dritten Reihe. Oh well. Ja, anstrengend. Ah, da ist jetzt was. Müssen wir da hin. Let's go. Ja, wünsche mal alles für gute Besserung.
Alles das oben ist. Bitte, bitte schön. Oh Gott. Oh Gott. Das ist voller Schnee, Sturm. Das sieht voll echt aus. Krass. Oh Gott. Wo soll sie? Da steht jemand. Irgendwie geht mir das und sagt, hey Freund, die Vorräte wieder zu finden. Okay, wir helfen ihr, die Vorräte wieder zu finden in diesem Schneesturm. So. Let's go. Ach, übrigens, wenn ihr einen Club sucht und einen tollen Club wollt, wir sind immer offen für neue Mädels. Könnt ihr euch gerne bei uns bewerben. Soweit ich weiß, sollte der Link zu unserer Skyhunters-Webseite in der Infobox sein. Und ich sehe gerade, gleich ist Jumpy, das machen wir mit. Du musst von deinem Pferd absteigen. Okay. Ich habe die Mauer halt literally nicht gesehen. Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe noch keine Ahnung, was ich von diesem Update so wirklich halten soll. Ich kann mir das so gar nicht vorstellen, dass es einfach so Jorvik aussieht. Und meine Stimme ist wieder am Abkratzen. Die ist immer so. So, Zeitchen und Weiße. Das ist da unten ein Schneesturm. Seit wann habe ich da eine Quest in Jorvik? Ich weiß ja nicht, wir haben noch so andere Quests. Das ist halt mega schwierig abzuschätzen, ob das jetzt, die Quests sind, die ich noch machen muss vom Update heute oder. Ist die vom, die ich da noch hatte. Ich liebe dieses alkoholfreie Bier. Lieb's. Das ist so geil. Wie viele Abonnenten sind wir denn jetzt? 122. Ja, Leute. Bald ist 8.1. Und ihr wisst, was dann ist. Wenn wir dann die 500 Abonnenten haben, dann verlose ich Starcoins. Ehrlich gesagt, Tobias, ich habe gar keinen Plan, was ich noch machen soll. Noch ein Schneesturmproblem. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht so richtig. Sind das jetzt alle Quests gewesen schon? Bin jetzt schon ein bisschen enttäuschend. Bisschen enttäuschend, sagst du. Aber da ist nicht so geile Kleidung gefunden habe, gehen wir jetzt raus und den Heimi was Weihnachtliches raussuchen. Aber ich frage mich, sind die Schlitten nur im Moorland? Sind die nicht wie immer auch überall? Oder sieht man die einfach nicht auf der Karte? Weiß ich nicht. Schau mal die Updates an. Vielleicht habe ich irgendwas vergessen. Hallo Zebla, schön, dass du da bist. Für dich wie zu Hause. News. Und es hat noch neue Western Zubehör gegeben. Ich wünschte, ich könnte abonnieren, aber ich war schon 25 Abonnenten. Oh, ist ja voll cute. Dann darfst du gerne der 25. bleiben. Das gönne ich dir. Ehrlich gesagt, würde ich lieber mein Fjordi leveln. Weil das wollte ich jetzt schon so lange leveln. Und ich kann es jetzt nicht einfach stehen lassen, nur weil ich ein Pferd gekauft habe. Das ist auch ein bisschen fies. Die Pferde haben ja auch Gefühle. Nee, ich will das Pferd jetzt schon wieder alleine leveln. So. Alle rein. War das Beste? Meine Nase, Digga. Natur. Oh Gott, meine Nase, die mache ich fertig.
Ja, ich liebe die Fjordis. Und vor allem das. Das habe ich. Ich habe zuerst ein anderes gekauft. Und danach war ich so, warum habe ich nicht das gekauft? Deswegen muss ich das auch noch kaufen. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas Widerliches habe, so to be honest. Was mir so gerade den Vibe geht. Eigentlich bin ich ziemlich zufrieden. Lassen wir noch zu. Die will ich dann in einem Video mit euch öffnen. Aber wieso gehe ich denn jetzt raus? Das ist eine gute Frage. Ich wollte noch die neue Western-Zeuge anschauen. Okay. Das sieht aus wie dein Pferd. Oh, was süß. Okay. Wahrscheinlich kannst du das nicht tragen, ja. Geil! Dann gehen wir halt zurück und holen ein neues Pferd. Oh Mann. So sind wir noch nicht fertig. Ich glaube, ab Shire oder so können die das tragen. Ah. Nee. Die Decken sind leider echt schön. Mein Westernherz ist on fire, Digga. Ich brauch das alles. Kann nicht anders. Ich sehe die Tänze gar nicht richtig. Die gefällt mir jetzt nicht so. Die ist schön. Warte, was ist denn noch von der zu der? So, die ist auch ein bisschen rötlicher. Das finde ich aber ehrlich gesagt was schöner. Boah! Boah! Oh mein Gott! Ich brauch das alles. Kann nicht aufhören. Und das Schwarze war ja auch noch. Boah. Boah, das musste gerade sein. Das ist auch voll schön. Scheiße. Kann nicht. Ja, warte mal, was die auch noch. Komm, scheiß drauf. Will ich die auch noch? Nee, die will ich nicht. Oh mein Gott, das tut so weh. Ich kann doch wohl gerade nicht anders. Oh ja, oh. Wir kommen wahrscheinlich alle immer schon. Speedy rast aus. Ja, Speedy. Speedy Westernherz. Braucht das alles einfach. Braucht das gerade einfach alles so. Ito! Ich bin taufe! Okay. Dann halt Inventar leeren. So, das ist braun. Das ist auch braun. Das ist auch braun. Das ist auch braun. Das ist nicht von jetzt. Das ist schwarz. Der ist schwarz. Braun. 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 Sattellecken. Braun, braun, schwarz. Das wird sich aber schwarz. Kann man den auch noch. Hier muss ich mal wieder aufräumen, so. Und Gamaschen habe ich noch nie sortiert, weil die schaue ich immer so gefühlt so durch den Wind an. So. Können wir noch das Halfter da reinschmeißen? Ich mag kein Westernkleidung und fürs Pferd. Ah, okay. Ja, das sieht Menschen an. Das ist halt einfach so, weil ich das halt in echt mache. Und dann freut es mich so richtig krass, dass das jetzt dasselbe geht. Dann fühle ich das so richtig dann. Habe ich ein inneres Bedürfnis, das zu haben? Habe ich irgendwo Hufeisen? Ich überlege gerade, ob ich diesen Scheiß so zur Ruhe gehe. Nein! Wir haben jetzt keinen Hund, wenn ich ihn nie benutzen. So, wo waren wir? Also den Teil kann man mir safe nicht, weil ich das nicht teile. Das wird sogar zu viel. Das soll ein neues Halle sein?
Ja. Das ist auch voll schön. Ich habe mir halt. Ja. Alles gut, Speedy, alles gut. Diesen Monat ist es okay. Alles gut. Ich weiß nicht, wie ich geshoppt habe. Upsi. Upsi. Ich kann gerade das Gefühl nicht aufhören. Jetzt reicht's aber. ja. Kurzer Anfang gehabt. Sorry, Leute. Das wusste ich jetzt. Ich hab fast weiß. Ich brauch mal eine zweite Seite gewaschen. Jetzt. Ich darf jetzt diesen. Ach, sorry. Sorry, Leute. Meine Nase, Digga. So, Leute. Ich kann mir das einfach diesen Monat gönnen, okay? Hab diesen Monat 13 bekommen. Also, ich darf das. Ich habe schwer dafür gearbeitet. Ich darf mir auch das gönnen. Okay? Ich darf das mir auch gönnen. Ich habe das Schabby verpasst. Pferde sortieren. Ich habe 19 Pferde? Seit wann habe ich 19 Pferde? Holy shit. Oh mein Gott. Gefühl, wo ich mit Sassim angefangen habe, waren 6 Seiten. Jetzt sind wir bei 9. Digga, was? Das ist krass. Krass, Mann. Warte. Tennessee, wo. Das Tennessee, 160 Pferd! LOL! LOL! Krass! Krass! Oh mein Gott! Boah! Ich muss jetzt auf mein Leben klarkommen. Wir gehen jetzt leveln. Bis Zitel. Wir haben heute Dressur-Zitel. Aber bis dahin leveln wir noch ein bisschen. Aus Liebe, Lust und Laude. Mir fällt gerade auf. Gotland. Dass ich Skyhunter ausgelevelt habe. Und ich habe mit Elea unser Islandpferd ausgelevelt. Wo ist es denn? Ich habe unser Islandpferd nicht mal auf der Liste. Elea, bin jetzt so ein großer Fan von deiner Speedy. Muss ich haben. Ja, ist so. Entschuldigung. Und wir sind Server 2. Und ich sehe gerade, wie gesagt. Ah, nee, da ist unser Dark Chocolate. Alles gut. Hab nichts gesagt. Das Traurige ist halt, ich habe mir erst gerade so viele Pferde gekauft. Aber ich habe keins Pferd gekauft, was eigentlich auf meiner Pferdewunschliste steht. Das ist eigentlich voll sad. Irgendwie fuckt mich der Steh schon jetzt ab. Ich weiß auch nicht. Ich mach das Spiel so dunkel gefühlt. So ein bisschen auch hell. Ich weiß nicht. Nee, ist nicht gerade passiert, oder? Oh mein. Ja. Gar keinen Bock. Gab es nicht auch dieses Pinguin-Rennen? Vielleicht ist das die Quest sein, Welt. Wir gehen das nach der Starshine Ranch machen. Wir machen das doch kurz Starshine Ranch. Also alle Rennen und Tiere. Für alle Leute, die joinen möchten. Ich habe einfach 110.000 Starcoins. Diese Ausraste musste gerade einfach sein, so gefühlt.
Können wir mal darüber reden, dass ich am Abend vom Video noch fast 13.000 gehabt habe? Ich habe fast 3.000 Starcards ausgegeben. Krass, scheiße. Es wäre dann nur 89 gekostet. Oder 50, ich weiß nicht mehr. Ja, mir geht's gut, Leute. Ich habe gefühlt, hilft das mir so, mit Stars eben klarzukommen. Nee, keine Ahnung, was ich mir da einrede. Das war eigentlich total unnötig. Nee. Ich liebe dieses Spiel. Ich habe mir das gegönnt. Nee, ich gebe dieses Lied auch gerade auf den Sack, Mann. Oh. Bin schon wieder dran vorbeigeritten. Lea hat dich in seiner Story erwähnt. Oh. Sie können auch meine Story posten. War 9 Minuten. Mach meine Nase mal wie fertig. Wenn ihr wüsstet, meine Nase das ganze Wochenende gelaufen ist, Mann. Dieses Gefühl auf China gelaufen. Oh, Jesus Christ. So, wir haben noch 20 Minuten. Was macht man 20 Minuten lang in Star Stable? Keine Ahnung. Sag mal, Leute, wollt ihr mal wieder eine Challenge mit der Lea? Dann zwinge ich sie zu der Challenge. Nicht Spaß. Ich würde sie niemals zu etwas zwingen, so. Okay, doch, vielleicht nein. Ich gefühle immer so ein bisschen lost beim Stream, so. Kein Gefühl, ich mit mir selber. Aber irgendwie weiß ich ja trotzdem, dass jemand so zuhört. Aber ich rede trotzdem mit mir selber, so. Das finde ich so ein weirdes Gefühl. Obwohl, gefühlt so die Streams viel besser bei euch ankommen, wie alles andere. Ich hab die Stange umgestoßen. Hallo Red Panda, schön, dass du da bist. Ich hoffe, du hattest einen angenehmen Tag. Ich stream schon seit 48 Minuten, Leute. Schon 48 Minuten. Sie haben es gefixt! Oh mein Gott, sie haben es gefixt! Ich habe mich gestern habe ich mit der Lea gelevelt. Und da habe ich mich noch darüber aufgeregt, dass ich mit der Null-Taste von diesem Tastenblock nicht mehr springen kann, weil es nicht mehr geht. Die haben das Gefühl abgesteckt gehabt. Und ich habe es gar getestet und es geht wieder. Oh mein Gott. Also ja, ich level sehr komisch. Aber ich level halt gern nur so mit rechts und dann tue ich die Pfeiltasten nehmen und einfach mit der Null-Taste springen. Da kann ich mit links machen, was ich will. Und irgendwie eine Maus benutze ich nie. Naja, hatte heute Praxis, hab gerade, glaube ich, 3 Stunden geschlafen, war komplett fertig. Oh well. Ja. Ist immer so eine Sache. Und ich würde fast wenden, dass wo Elea die Sachen gesehen hat, dass sie wahrscheinlich gedacht hat, dass ich mir alles kaufe. Aber ich bin halt auch so total spontan Käufer. Ich bin immer noch so, gefühlt speich so mega lange. Und dann auf einmal so, boom. Und dann habe ich so einen riesen Wahn, es auszugeben. Und gerade momentan bin ich schon mehr in Pferdekaufstimmung. Weil ich habe zum Beispiel vorgestern ein Video aufgenommen. Und ich war dann so fertig eigentlich mit dem Video, der war so, Pferdekauf?
Pferde kaufen wir alles und haben ein Pferd gekauft. So, das mache ich normalerweise nie. Ich kann eigentlich vor lange ohne Pferde kaufen, aber irgendwie gerade momentan ist voll schlimm. Was hältst du vom Winter-Update? Ja, kann mich bis jetzt nicht beklagen. Der Schnee ist gewöhnungsbedürftig. Und der ist wieder da. Ist schön, dass es da ist. Und ich freue mich auch, dass der Schnee wieder da ist. Das habe ich sehr lange vermisst in Jorvik. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich den alten Schnee für besser gefunden habe. Weiß ich nicht. Das merke ich dann so ein bisschen auf die Dauer. Und ansonsten ist es recht stabil. Ja. Wie will ich denn hier? Wie soll ich denn hier ein Tier finden, wenn es Schnee hat, so viel? Oh mein Gott. Sehe ich hier überhaupt die Tiere? Ist das ein Huhn? Das ist ein Schaf. Das ist ein Schaf. Das sieht man fast nicht. Oh mein Gott. Man gibt immer so komische Geräusche. Ich bin der Master auf komische Geräusche, Leute. Komische Geräusche. Ich weiß nicht besser. Ist es ein Tennessee Walker da? Das sieht aus wie ein Tennessee Walker. Welche Farbe ist es? Weil ich habe gelernt, es kann sein, dass ich die Farbe hasse, aber wenn andere Leute sie tragen, dann finde ich sie schön. Warte, was ist das denn? Ah, das ist ein belgisches Warmblut. Das ist ein belgisches Warmblut. Hupsi. Das heißt so aus von einem Schweif her. Helena schreibt, die Bodentextur ist halt wack. Das fühle ich. Irgendwie, es sieht halt so aus wie so. Wie so lauter kleine Pickel. Oder so. So Ausschlag, so ein bisschen gefühlt. So aus der Art und Weise, so wie so Ausschlag oder so. So lauter Mückenstiche oder so. Keine Ahnung, es sieht so ein bisschen weird aus. Aber irgendwie war das auch so ein bisschen klar, dass es nicht ganz so toll wird. Also ich muss sagen, es ist besser als erwartet. Aber Anforderungen an Sassim sind gerade ziemlich low momentan. Wenn man sich zu große Hoffnungen setzt, dann sind die eh weg. Ui, Entschuldigung, Leute. Ich kannte den alten Schnee nicht, aber der neue ist irgendwie teilweise komisch. Also ich meine der Schnee, wo es ihn ganz Jahr wie geschneit hatte. I guess. Ja. Ich weiß nicht. Ich glaube mit der Zeit merkt man das auch gar nicht mehr so krass, dass der Schnee da ist. Und ich finde es eigentlich eine tolle Idee, was heißt denn, dass sie halt wollen, dass der Schnee höher ist und dass man so eine Spur macht. Das finde ich auch cool und so, aber ich finde hier die Textur schon fast schöner wie überall anders. So gefühlt, aber keine Ahnung. Ich hoffe, ich finde überhaupt die Tiere bei so viel Schnee. Ist denn der Schnee eigentlich wieder low? Also der Schnee geht ja hoch, ich denke mal. On ist, aber wenn ich nämlich auslogge und danach wieder einlogge, ist Schnee tief unten? Das ist die Frage der Fragen. So. Ich sehe jetzt ein Ausrufezeichen. Das ist ein Schaf. Okay. Ich nehme das Schäfchen noch mit. Mäh. Das Schäfchen macht mehr. Dann machen wir noch ein Tier. Bauen wir noch ein Tierchen. Komm mal vor, wie so ein Kleinkind. Oha, der Bagger hat sogar Schnee. Oh Gott, ich habe noch 17 Minuten nach His Club treffen. Das nehmen wir jetzt heute mal auf, mal wieder. Werde ich wieder ein Club-Treffen-Video. Aber das sind so ein bisschen gefühlt für mich die einfachsten Videos, weil ich dann eh on bin und Aktivitäten mache und dann, ja. Warte, was ist das? Was? Was? Man kann den Schnee einfach rausstellen. Krasser Scheiß. Krasser Scheiß. Oh mein Gott. Jetzt ist es aber weird, dass es so hell ist.
Ich will den Schnee wieder. Aber krass, das ist ja mega cool, dass sie das eingebaut haben. Ich bin froh, dass der Schnee irgendwie wieder da ist, aber bei mir ist halt zum Beispiel in echt super unrealistisch, dass man das mal so hoch schneit, deswegen, naja. Ja gut, fühle ich aber auch, weil bei mir hat es auch so gut wie nie Schnee. Aber irgendwie, ich mag schon Schnee, so ist was Tolles, Schnee. Ah, die haben die Dings trotzdem überall und die werden noch in der anderen gezeigt. Vielleicht mal kurz das aus, damit ich das Tier finden kann. Da. Ich hab's. Es ist ein Huhn. Eichhühnchen, warte. Hallo? Lass mich das Huhn füttern. Lass mich das Huhn füttern. Huhn füttern! Füttern wir das Hühnchen. Weil das dann machen wir Molland-Champion, kann ich nicht mehr machen. Obwohl, doch, vielleicht. Nee. Ach, ich bin wieder unter 10.000 Starcoins. Da kann man sich einmal Starcoins und schon wieder ist man unter 10.000 Grenze. Das ist krass. So. Wir gehen jetzt auf jeden Fall nach Vailedale. Bei mir hat schon geschneit, aber naja, er bleibt halt nie liegen, was echt traurig ist. Ja, das fühle ich. Fühle ich. Aber du musst so sehen, ich habe bis jetzt dieses Jahr noch keinen Schnee gesehen in echt. Du hast es wenigstens gesehen, so ein bisschen. Aber es hat schon so, dass meistens, wenn es schneit, das bleibt es nicht liegen. Wenn man jetzt nicht so, weiß Gott, wo im Berg wohnt. Aber ja. Was sind das für eine YouTube-Benachrichtigung? Ah, die gute Cupid! Da hat sich jemand Starcoins gekauft. Ja, die gute Cupid. Und Fahrerswerkstatt muss ich auch mal machen. Das habe ich aufgegeben zu machen. Ich wollte es immer machen, habe es aber nie gemacht, weil ich zu faul bin. So. Boah, ich liebe die Fjordis zu leveln. Ich habe das so geliebt, mein altes Fjordi. Also mein anderes Fjordi. Ich habe leider kein altes Fjordi. Das finde ich voll schade. Weil ich damals, wo die rausgegangen sind, kein Star Rider war. Ich war da einfach kein Star Rider. Oder hatte ich keine Star Coins. Ich glaube, das war noch die Zeit, wo ich noch monatlich Star Rider gezahlt habe. Weil ganz am Anfang von meiner Star Stable Karriere, da, also wo ich halt angefangen habe, Star Stable zu spielen, da habe ich monatlich gezahlt, weil ich damals nicht so viel Geld hatte, um Lifetime zu kaufen. Und ich habe dann, glaube ich, fast 2 Jahre gefühlt so monatlich gezahlt und danach habe ich es geschafft, mir Lifetime zu holen. Aber trotzdem, ich glaube, es war noch in der Zeit, wo ich monatlich gezahlt habe. Es würde mich eigentlich schon interessieren, wann ich mir genau Lifetime gekauft habe. Und dann, das muss ich mal nachschauen gehen. Wann habe ich mir das erste Mal Starcoins gekauft? Ich war früher so ein Mensch. Ich habe mir damals 10.000 Starcoins gekauft. Und dann habe ich die gekauft, die waren auf meinem Konto, und dann habe ich 12 Pferde gekauft. Danach war ich wieder pleite. So ein Mensch war ich. So ein Mensch war ich auch. Ich gucke mir den Streamer, mache nebenbei Hausaufgaben. Das ist super, aber schau, dass du nicht zu fest abgelenkt wirst, weil Schule ist wichtig, Leute. Schule ist wichtig und Hausaufgaben machen auch. Das muss ich auch, auch wenn ich Hausaufgaben hasse. Gut, also ich habe halt fast nie Hausaufgaben. So gut wie nie. Alter, dieses Rennen. Ich sollte eigentlich lernen, aber bin viel zu müde. Boah, das fühle ich. Aber zieh dich nicht zum Lernen, weil wenn du müde bist, dann lernst du eh nichts. Aber weißt du, wenn du das einfach so sagst, weil du so ein bisschen faul bist, dann nicht. Dann solltest du lernen. Aber wenn du wirklich so richtig K.O. bist, dann ist es nicht zu lernen. Ich habe mir angewohnt, immer am Morgen zu lernen, weil ich eigentlich in... Was ist jetzt passiert? Echt? Hallo? Voll cool. Oh Mann. Mein Fuß ist eingeschlafen. Mein Füßchen ist eingeschlafen. Wir haben gleich 18:50 Uhr.
ja. Ich mag dieses Rennen überhaupt nicht. Das Rennen geht 5 Sekunden plus, so doof. Das dachte ich da gerade auch. Aber das ist halt, damit man sich noch mehr anstrengen muss wahrscheinlich. Das hat gezählt. Krass. Krass. Oh, 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 shit, oh, shit. Ah! Send help, send help. So. 20. Ich wollte jetzt mal kurz schauen, wenn ich mir Starry gekauft habe. Das würde mich jetzt echt interessieren. Oha. Das ist ja cool, man kann sich auch einfach 1000 Starcoins kaufen, nur mit dem Kleidern. Und dann ab 2000 kriegt man alles zu und bei 5000 kriegt man dann gar alles. Aber ja, es lohnt sich nicht, die Preise sind viel zu teuer. Sie waren schon vorher viel zu teuer und jetzt ist sie noch viel teurer geworden. Nicht Server wechseln. Nicht Server wechseln wollte ich. Einstellungen. Einkäufe. Sieben Seite. Fünf. Okay, ich habe mir da mal Songs gekauft für 5 Franken. Da Starrider, Monty Starrider. Habe ich angefangen in 2017, habe ich mit Starrider angefangen. Aber ich weiß, ich habe, bevor ich Starrider gekauft habe, habe ich sicher schon fast gefühlt ein Jahr gespielt oder so. Einfach so. Ich habe jetzt das Flashback geholt. Und dann habe ich mir ein Lifetime. Da habe ich. Wow, ich habe mega lange mehr vermutlich. Habe ich immer noch Starrider monatlich 2018. Und dann habe ich nach ganzen 2 Jahren monatliche Zeit habe ich mir Pay Once, also einmalige Zahlung Starrider gekauft. Und ich habe damals dann 60 gezahlt. Das war ja schon echt viel. Und dann habe ich mir dann erst, da habe ich danach gerade noch 5000 Starcoins gekauft hier. Und dann habe ich Simon eigentlich nur noch Das ist interessant. Haben die das Ganze geändert, sehe ich gerade, weil man sieht jetzt nicht mehr, warum man Double Star gekauft hat. Ist jetzt so mein letzten, da steht Double Star Coins New. Und das steht auch bei der Bezahlungsmethode mal, ausnahmsweise. Und sogar die richtige. Hat sich nicht gar jemand gejuckt. Nehmen gerade in Deutsch Mobbing und Cybermobbing durch. Boah, gar keinen Bock auf solche Themen, Alter. Dieses Rennen habe ich immer gehasst, vor allem wenn man in diesem Hindernis stecken geblieben ist. Ich weiß, was du meinst, das ist dieses eine Hindernis, wo man so dazwischen dingsen kann. Das hasse ich auch. Das hasse ich auch. Und wenn ich jetzt sehr hinterher, das war glaube ich ein Reflex. Wir sind auf Server 2. So, wir machen jetzt noch kurz tiefes Rennen und dann wird der Stream schon zu Ende sein, weil wir gleich CT haben. Und ja. Und falls ihr beim Clubtreffen dabei sein möchtet, dann könnt ihr euch gerne bei uns im Club bewerben. Ihr wisst Bescheid. Aber dann muss ich dann nachher nämlich auch in den Discord wechseln. Um mit den tollen Damen zu pläudern. Pläudern und Tee trinken und Kekse futtern. Ne, keine Ahnung. Okay, vielleicht auch zum Kekse futtern. Ich hole mir nachher wirklich die Kiste Kekse her. Aber es ist zu warm im Haus. Mein Vater hat so ein bisschen übertrieben mit Reiz, es ist so warm. Ich hasse es, wenn es so unangenehm warm ist. Es gibt so ein Niveau angenehm warm oder gibt es so ein Niveau unangenehm warm? Das ist unangenehm warm. Mag ich nicht. Oh.
Eigentlich bin ich voll müde und eigentlich müsste ich so viel Zeug noch erledigen, aber naja. Kommt schon gut. Wird ja theoretisch aber keine Zeit wegen Schule, hab andauernd was zu tun. Oh, okay. Ja, wir suchen momentan eigentlich vor allem nur aktive Mittel. So sind auch ja, recht streng, würde ich jetzt nicht sagen. Wir sind eigentlich sehr offen für alle Menschen. Und ja, wir sind halt auch ein Freizeitclub und so. Aber ja, wir wollen eigentlich schon ja aktive Menschen so. So, dann sind wir gleich fertig für heute. So. So, Leute. Ich würde sagen, das ist schon das Ende von dem Stream. Wir tun sicher vielleicht auch dieses Wochenende nochmal streamen, weil ich letztes Wochenende ja nicht konnte. Aber ich bin richtig müde. Aber ja, wir schauen uns das noch an. Folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, da werdet ihr immer informiert. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss.